Hey Leute, heute haben wir für euch 5 der tödlichsten Kampfsportarten der Welt. Viel Spaß! Los geht es mit der tödlichen Nummer 5. Jeet Kune Do. Von Bruce Lee entwickelt, war diese Kampfsportart seine Antwort auf die eher sanften Techniken anderer Kampfsportsysteme. Obwohl er fand, dass diese durchaus schön anzusehen wären, fand er auch, dass sie so gut wie keine Effektivität in der Praxis besitzen würden. Tada! Jeet Kune Do wurde geboren. Und weiter mit Platz 4, Vale Tudo. Dieser aus Brasilien stammende Kampfsport bedeutet so viel wie alles ist erlaubt und wird immer im Vollkontakt ausgetragen. Nur sehr wenige Regeln finden hier Anwendung, dafür umso mehr unterschiedliche Techniken aus verschiedensten Kampfsportarten aus der ganzen Welt. Dummerweise sind die Kämpfe genau deswegen auch extrem gefährlich und fast immer sehr blutig, weswegen sie auch oft genug für Aufmerksamkeit bzw. Aufruhr in den Medien sorgen. Fast alle Kämpfe werden deswegen in der Underground-Szene ausgetragen. Na, das klingt ja nicht gerade einladend. Aber auch die Nummer 3 ist nicht weniger gefährlich bzw. in diesem Fall sogar fast immer tödlich. Ninjutsu. Ninjutsu war eine von sogenannten Shinobi oder Ninja ausgeübte Kampfart aus dem früheren Japan. Anwendung fand sie vor allem bei Spionage, Auftragsmorden und generell bei geheimen Kriegshandlungen. Die Kämpfer waren so erfolgreich, tödlich und übermenschlich in ihren Fähigkeiten, dass sie von anderen auch als Nichtmenschen bezeichnet wurden. Auch heute gibt es noch Menschen, die diese Kampfart als Sport praktizieren. Allerdings nicht mit dem Ziel zu töten, aber sie könnten. Kommen wir zur 2, Line. Das Wort ist eine Abkürzung und steht für Linear Infighting Neural Override Engagement, was ungefähr so viel heißt wie linearer Nahkampfangriff, der das Nervensystem außer Kraft setzt. Diese Kampfart wurde von den amerikanischen Marineeinheiten hauptsächlich in den 90er Jahren eingesetzt, wird aber immer noch von diversen Spezialeinheiten auf der ganzen Welt angewendet. Der Anwendungsbereich bezog sich allerdings nur auf Extremsituationen. Die Kampfart wurde so entwickelt, dass sie von jedem und gegen jedes Geschlecht in Situationen mentaler und körperlicher Erschöpfung, in voller Kampfausrüstung und vor allem in jeder Situation verwendet werden kann. Jede Technik wurde so entwickelt, dass man sie ohne Hilfe der Augen auch in schlechten Sichtverhältnissen oder ähnlichem wie Rauch oder Gaswolken verwenden kann. Die richtige Anwendung der Techniken muss zum Tod führen. Genau deswegen ist sie nicht mehr so verbreitet und kann in normalen nationalen Gebieten bzw. bei Friedensmissionen nicht eingesetzt werden. Das wäre ja sonst auch vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Aber kommen wir zu Platz 1, Krav Maga. Die meisten werden bestimmt schon mal davon gehört haben. Bei Krav Maga handelt es sich um ein vom israelischen Militär entwickeltes Kampfsystem. Genau genommen ist es aber eigentlich gar kein Kampfsport, da die Anwendung nicht das Überleben oder die körperliche Unversehrtheit des Gegners zulassen soll. Das Ziel ist es vielmehr, dem Gegner so viel und so schnell Schmerz wie möglich zuzufügen und diesen außer Gefecht zu setzen oder auch ihm das Leben zu nehmen. Tja, so etwas kann wohl nur in Kriegsgebieten entstehen. Ja Leute, immer aufpassen, der Mensch ist meist nicht hart wie Stein. Also immer freundlich bleiben. Wenn ihr das Video nice fandet, seid doch ein bisschen freundlich und lasst uns einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mutig seid, teilt es mit euren Freunden und Feinden. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Peace out!